Herzlich willkommen zu dem heutigen Livestream. Wir berichten hier über die Tourguide-Ausbildung an der Swiss Tourguide Academy. Dauert etwa 10 Minuten. Ihr habt die Möglichkeit, während dem Livestream Fragen direkt zu posten. Ich probiere die direkt zu beantworten und sonst dann sicher am Schluss nochmal über die Fragen durchzugehen. Wieso Tourguide-Ausbildung, wieso haben wir die Swiss Tourguide Academy ins Leben gerufen? Es ist so, wir bei Sandcruise, wir führen ja im Winter Töpferien auf Gran Canaria durch. Und das an 20 Wochen, 20 Termine. Ich selber bin dort Tourguide, also ich fahre auf Gran Canaria im Winter etwa 12'000 Kilometer als Tourguide. Und ja, da kommt einiges an Erfahrungen und Ereignissen eigentlich zusammen. Von den Teilnehmern ist immer wieder die Frage gekommen, verschiedentlich könnte man in der Schweiz auch so eine Tourguide-Ausbildung auch machen. Meine Antwort ist dann, also sie haben gefragt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, und ich habe meine Ausbildung an der International Tourguide Academy bei der BMW Deutschland gemacht. Das ist eine internationale Zertifizierung von der BMW. Der Kurs ist aber, findet nur ein-, zweimal im Jahr statt. Die Teilnehmerzahl ist stark beschränkt und man hat relativ hohe Auflagen, muss auch vom jeweiligen Land eigentlich vorgeschlagen werden, dass man an dieser Ausbildung teilnehmen kann. Somit ist das relativ aufwendig gewesen und kommt dann auch für die meisten, ich sage jetzt mal Hobbyfahrer, nicht in Frage. Aufgrund von dem haben wir dann die Swiss Tourguide Academy gegründet und führt dort jetzt eigentlich Kurstouren in der Schweiz. 3,5 Tage ist die Kurstour. Das ganze Programm ist sehr komprimiert, aber die Basis ist eigentlich der BMW Tourguide Kurs von der International Tourguide Academy. Also dementsprechend sind die Anforderungen oder die Erwartungen können relativ hoch an diesen Kurs und auch die Qualität, die wir vermitteln, was ein Tourguide können soll, was er für Fähigkeiten sollte haben und wie wir die ganze Ausbildung machen, die Anforderungen sind relativ auf einem höheren Niveau. Gut. Für wen ist der Kurs gemacht? Also wer soll, für wer kann es interessant sein, so einen Kurs zu besuchen? Das ist klar, wenn ich irgendwo suche mal einen Tourguide und man hat das Gefühl, doch, das wäre noch etwas für mich, aber ich möchte gleich noch ein bisschen das Hintergrundwissen von dir zu wissen haben, das ist für dich sicher prädestiniert. Es können aber auch Leute sein aus dem TÜV-Club, die sagen, ich bin meistens der, der vorne wegfährt und möchte aber gleich das Ganze drumherum auch noch ein bisschen besser kennen. Und auch noch die Möglichkeiten verbessern. Wenn ich Organisator bin für TÜV-Ferien oder wenn ich sage, ich tue immer TÜV-Ferien organisieren und dann haben wir immer das Gruppchen zusammen, dann mache ich das. Dann wäre es sicher auch ein Vorteil, wenn man so eine Ausbildung geniessen kann. Dann Motorradhändler, die auch zwischendrin in der Saison Ausfahrten machen, Rideouts. Muss sagen, ja, das ist auch bei uns immer die zwei Leute, die machen das eigentlich. Die fahren dann vorne an der Spitze jeweils bei solchen Events, dann wäre es sicher ein Vorteil, wenn die so eine Ausbildung hätten. Oder auch für Leute, die sich weiterbilden wollen, ist es dementsprechend auch gedacht. Was beinhaltet die Ausbildung? Die Ausbildung die ist, besteht aus einem theoretischen Teil und einem Praxisteil. So habe ich es gerade gesehen. Die meisten Sachen, die wir in der Theorie vermittelt, werden auch in der Praxis, eben genau angewendet. Die Praxis ist eigentlich sehr wichtig, also wir werden auch etwa zu 50% unterwegs sein, Touren, Übungen machen, dementsprechend. In der Theorie, was wird in der Theorie vermittelt? Es geht jetzt erstmal so ein um den Basic-Teil, warum, was ist denn überhaupt, wieso braucht man einen Tourguide, was ist die Aufgabe vom Tourguide, was sind die Voraussetzungen, die Fähigkeiten, und vor allem auch die Erwartungen, die eine Gruppe hat an einem Tourguide, das ist ganz wichtig. Dann beinhaltet das auch die ganze Vorbereitung von einer
von einer Tour? Also Organisation, Übernachtungsmöglichkeiten, wo mache ich Pause, wie tue ich meine Tour anlegen und so weiter. Wie mache ich das ganze Anmeldeprozedere? Auf was muss ich dort dementsprechend schauen? Es geht also relativ weit dort. Dann ein weiterer Punkt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sind die verschiedenen Briefings, die wir abhalten. Daily Briefings, Safety Briefings, Welcome Briefings und so weiter. Wie unterscheiden die sich, wann und ich was anwende? Natürlich Inhalt. Das wird jetzt sehr in der Theorie ein bisschen vermittelt, sagen wir mal, anhand von einer Checkliste, was müssen wir da alles berücksichtigen. Und das tun wir dann aber in der Praxis jeweils gerade umsetzen, eins zu eins. Dann Gruppenfahrregeln, wie verhält man sich, wenn ich in einer Gruppe fahre? Gibt es unterschiedliche Ansichten, was Sinn macht und was nicht. Dann Soft Skills, also Fähigkeiten, die ich muss haben, wie gehe ich mit den Leuten um. Das beinhaltet dann sehr stark als Konfliktmanagement, Reklamationen, Einwände, Gruppenrevolution, je nachdem, wie verhalte ich mich dort. Oder auch, wenn ich unterschiedliche Riding Skills, also unterschiedliche Levels habe, von Fahrern, von den Fähigkeiten der Fahrer. Dann Verhalten auf der Tour. Wie tue ich mich auf der Tour verhalten? Wann mache ich Pause? Wann mache ich ein Briefing? Wie fahre ich? Wo fahre ich? Dann Verhalten bei Unfall. Sicher ein ganz wichtiger Punkt bei einer Ausnahmesituation. Und auch ein Punkt in der Theorie. Navigation, verschiedene Navigationssysteme, Fahren nach Track. Was ist der Unterschied zwischen dem Track und einer Tour? Und wie tue ich das in der Praxis dann ebenfalls auch umsetzen? Auf was muss ich da ganz speziell achten? Dann Praxis ist so, dass man dort Fahrtechnik sicher nochmal anschaut. Übungen machen auch, Linienwahl ist etwas Wichtiges, Kurventechnik, Blechtechnik. Der Tourguide soll auch ein Vorbild sein. Also der muss es richtig machen. Teilnehmer machen es dann nicht immer richtig. Könnte ich euch auch ein Lied davon singen. Aber der Tourguide sollte es richtig vormachen. Dann Technik. Wir tun in der Praxis tun wir zwei, drei kleinere Sachen anschauen, wo sicher der Vorteil ist, wenn es ein Tourguide kann flicken, Reparaturen, Loch im Pneu oder eben zwischen Schaden, Bremsen und so weiter. Dass man das mal auseinandergenommen wieder zusammensetzen kann. Erste Hilfe, ganz ein wichtiger Punkt. Erste Hilfe, also Verhalten bei Unfall, dann von den Übungen her ein Bruch, Schiene, Blutung stoppen, richtig lagern und dann auch CPR, also Druck, Herzdruckmassage beatmen. Das wird dann von einem Profi, von einem Sanitäter, von einem Rettungssanitäter, wird der Lektionsteil gehalten, auch. Das machen wir natürlich vor in der Praxis. Theorie bringt dort eigentlich wenig. Dann werden wir Tourübungen machen. Jeder hat die Möglichkeit, verschiedene Touren auch zu führen. Also immer, wenn wir uns irgendwo verschieben oder an einen anderen Übungsplatz gehen, wird einer der Tourguide sein, die anderen sind Gruppen. Mit Safety Briefings, Gruppenvorregeln und so weiter, wird das der Tourguide dann angehende Tourguide dann durchführen mit der Gruppe. Und wir werden auch verschiedene Simulationen simulieren, wo könnte passieren auf der Tour. Und das geht dann weiter organisieren für Pause, also wo machen wir Mittagspause, können wir dort parken. Und das alles eigentlich ist dort dementsprechend auch drin. So, das einmal zu dem Programm. Der Kurs findet in Baumarsch statt, Zürich Oberland, wunderschön da bei uns. Dauert 3,5 Tage, fängt also Mittwochabend an, dauert bis am Samstagabend. Der Kurs, der wo ausgeschrieben ist, ist am 2. September bis am 5. September. Dort hat es noch wenig Platz frei. Nach Bedarf tun wir aber noch weitere Daten bekannt geben. Das ist also, steht ziemlich sicher schon auf der Agenda. Was komme ich über? Mit dem ganzen Know-how und die Übung, die ich vermittelt bekomme, komme ich die Schulungsunterlagen. Also, es gibt so ein Büchlein über da, wo Übungen drin sind, wo Checklisten drin sind, wo alles, was wir eigentlich in der Theorie durchnehmen, dementsprechend dann auch nochmal
schriftlich vieles mit über Checklisten, die sicher wichtig sind, die man sollte nachhaben und so weiter. Gut, das ist, nein, der wichtigste Punkt, wenn ich weiss, was kostet das Ganze? Kostet 1050 Franken inklusive Hotelunterkunft und Verpflegung. Also eigentlich Kurs kostet 1050 Franken. Ja, das ist das, was ich euch mal auf den Weg gebe. Ich sehe jetzt noch die ersten Fragen rein und dann haben wir schon die.